Herzlich willkommen im japanischen Hexenkessel. Ich, ein Deutscher und ein Franzose sind dieses Mal die Opfer. Mal schauen, wie wir drei so abschneiden werden. Also ich sag mal, wenn einer von uns nicht letzter wird, ist das schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen. Na gut, willkommen zu einer weiteren Folge von Mario Kart 8 Deluxe. Hat eigentlich schon irgendjemand in letzter Zeit mitgezählt, wie lange wir schon bei den 11.600 Punkten feststecken? Also ich hatte jetzt schon mal ein paar Tiefs, dass ich wieder runtergefallen bin auf 11.500, dann wieder auf 11.600, dann wieder runter. Ja, ich komme da irgendwie nicht weiter. Sollte vielleicht privat mal wieder ein bisschen spielen, dann habe ich vielleicht bald 12.000. Mal schauen, wie es die Zeit so bei mir erlaubt. LOL! Hoho, das war jetzt Glück, vor mir war eine Banane, ich hätte es fast runtergeschleudert. Fängt ja schon gut an, nicht mehr die erste Runde vorbei und schon hast du die ersten Feinde vor deiner Nase. Und die sind alle ganz schön lästig. Ja geil, wow, wo fahre ich schon wieder? Was fahre ich denn hier schon wieder für Linien? Wie ein Besoffener heute. Wie ein Besoffener heute. Wenn das jetzt so geplant war, dass mit der Grüne vielleicht nochmal zurückkommt und mich trifft, dann war es Weltklasse. Ich glaube aber nicht. Da liegt wie eine Banane. Das ist so, das ist die abartigste Taktik, um Leute zu verarschen. Genau diese Stelle. Auf der Strecke. Diese eine Banane, die liegt immer dort. Das ist mir schon oft aufgefallen. Es liegt immer die verdammte Banane dort. Als ob das irgendwie so ein Running Gag von den Japanern ist. Ist das abgesprochen oder irgendwie so? Ich weiß nicht. Kann sein, muss aber nicht. Wir sind aber dennoch auf einem guten zweiten Platz und viel Abstand. Also ein blauer würde es natürlich bringen. Würde ich meinen. Die kriegen auch keine Speed-Items. Geil, damit baue ich einen Vorsprung auch weiter. Nein! Scheiße. Da kommt ein Blauer, da kommt ein Blauer. Das ist gut, das ist sehr, sehr gut, das ist sehr, sehr gut. Der wird in der Luft noch abgefertigt. Und es ist nach wie vor weiter Abstand. Der kriegt noch einen Treffer. Als ob! Erster Platz. Soll ich riskieren? Nein, tue ich nicht, tue ich nicht. Kein Risiko. Geil, Erster! 30er, bitte, 30 Punkte. In dem japanischen Hexen... Nein, 29, aber trotzdem, ich bin trotzdem froh. Ich bin trotzdem froh. Gebt euch, was wir da für Leute zurückgelassen haben. Und die anderen zwei haben auch super abgeschnitten. Der japanische Hexenkessel wird zum Heimspiel. Jawohl. Eine Sache ist auf jeden Fall klar. So wie jetzt gerade in der letzten Runde, kann es ruhig weitergehen. Auch wenn es wieder absehbar war, dass jetzt eine Regenbogen-Boulevard kommt nach einem kleinen Erfolg. Damit mir auch noch die letzte Chance auf ein gutes Ergebnis genommen wird. Wow, fängt schon super mit dem Fehlstart. 12. Ach du liebe Neune. Was kommt jetzt wohl dabei raus? Stimmt, und anhand der Geschwindigkeit sieht man schon 200 CCM. Das riecht förmlich heute nach einer fünften Strecke. Das Ganze hier dauert nämlich generell, glaube ich, nur bei 150 CCM so 1 Minute 30. Wir sind jetzt schon im zweiten Abschnitt nach, glaube ich, 20 Sekunden, nicht einmal. Also das, ja, da kommen wir wahrscheinlich an der fünften Runde gar nicht vorbei. Das ist aber auch scheiße für uns. Ah, für dich runterfahren. Es ist scheiße für uns eigentlich, weil somit müssen wir jetzt noch gut liefern. Das haben wir auch gerade getan. Wir sind auf Platz 2. Alles klar, was ist heute mal wieder los? Ist das absicht? Nein, scheiße, jetzt kommt das auf mich zu. Ja, war klar. Aber nein! Du Affe! Das hast du nicht getan! Das hast du nicht getan! Nein, jetzt kriegt er einen roten auch! Das ist nicht euer Ernst! Nein! Nein, Zehnter! Die Frechheit überhaupt! Minus 15! Damit ist schon wieder die Hälfte futsch! Ist das wirklich wahr? Der Blitz hat mich zerstört, aber so richtig. Wieder 200 CCM. Was denn das? Die wollen ja förmlich, dass ich heute eine fünfte Runde mache. 100 pro? 200 CCM, das macht die Strecke eigentlich so richtig kurz. Und das ist jetzt nicht mal irgendwie eine Strecke, wo man sagen kann, ja, da bringt dir 200 CCM gar nichts, du ja noch länger. Okay, wenn ich so fahre wie jetzt gerade, dann kommt das vielleicht sogar hin. Aber trotzdem bist du viel, viel schneller unterwegs. Ja, da wird heute eine fünfte Runde auf jeden Fall nötig sein.
Aber bitte mit weniger Chaos als jetzt gerade vorhin. Die sind alle so nah beieinander. Was ist mit denen los? Als ob die alle 200 CCM so gut beherrschen. Nur über meine Leiche. Das lasse ich nicht so geil. Jetzt kriegt er eine Tröte. Ja, natürlich, natürlich. Wo fliege ich denn rum? Ja, geil. Von Fels zu Fels knallst du erstmal. Da baust du halt einen Unfall nach dem anderen. Der fliegt auch weg. Heute machen alle einen Abflug. Ja, da bringt es mir auch gar nichts. Ich krieg schon. Wenn du einmal halbwegs nach vorne kommst, bist du schon wieder gefickt und bekommst den roten rein. Oh, da, oh ja, das geht auch. Bam, du bist auch weg. Ah, der rächt sich an mich, wie dreckig. Super, damit sind wir schon wieder am Anfang. So schnell geht das. Ich habe einen Geist gehört und Wunder, dass mir der Seite nicht gestürzt hat. Boah, was ist das denn für ein Chaos hier? Es traut sich auch keiner irgendwie über die Rampe da. Nein! Nicht den Grünen! Nicht den Grünen! Ja, das hast du dir verdient! Das ist absolut gerechtfertigt! Sonst erwischt immer. So, schnell die Pflanze, weg damit. Komm darüber, darüber! Nein! Ich schnell! Ja, Dritter! Die zwei sind zwar davon gesaust, aber egal. Wenigstens der Anführer von der hinteren Reihe. Wieder plus 20. Heute von Up und Offs gekennzeichnet auf jeden Fall. Vorher plus 29, dann minus 15, jetzt wieder plus 20. Alles klar. Ha, ha, ha. Das ist überhaupt nicht lustig. Die Scheiße hier. Big Blue. Ist auch wieder eine kürzere Strecke, auch ohne 200 CCM. Ja. Ich sag's euch, fünfte Runde heute auf jeden Fall. Also, vorher hätte ich noch vielleicht ein bisschen diskutiert, aber jetzt habe ich keinen Zweifel mehr daran. Das heißt, nach dem Abfuck hier geht es tatsächlich noch weiter. Obwohl Big Blue ja eigentlich so eine Sache ist, da bin ich dann nervlich immer komplett am Ende. Ihr wisst, was da immer am Schluss für ein Chaos ist. Die letzten zwei oder drei Kurven. Nein, danke, nie wieder. LOL! Nein! Scheiße. Ich habe ein Problem. Ich habe ein Problem. Ich brauche eine Fernbedienung ganz schnell. Wo ist meine Fernbedienung? Scheiße, ich habe ein großes Problem. Bei mir ist EcoTV. Das heißt, der Fernseher dreht sich in 14 Sekunden ab. Ist das ein schlechter Witz? Ja, ist super. Jetzt muss ich... Ich habe gerade Schwarzbild. Das ist scheiße. Ja gut, Leute. Sorry. Ich muss... Ja, verflucht. Nein, das kann nicht wahr sein. 11.648 Punkte? Das heißt, dieser Zwischenfall hat mir gerade irgendwas mit minus 25 Punkte gebracht. Das kann's doch nicht sein. Wie viel Pech muss man eigentlich haben? Es gibt so diese Momente, wo ich mir am liebsten wünschen würde, einmal mit dem Finger schnipsen und dann ist alles wieder geschehen. Dann wäre das nie passiert. Ja, schade, dass ich kein Magier bin. Aber gut, müssen wir jetzt so hinnehmen. Verdammt. So viel Minuspunkte und so viel Pluspunkte heute schon. Also ich kann jetzt nur mal hier in der letzten Runde hoffen, dass sich das alles wieder ausgleicht. Ansonsten, nein. Ich werfe den Fernseher aus dem Fenster heute, sage ich euch. Das ist einzig und allein jetzt nur der Schuld von dem scheiß Fernseher von mir, dass ich jetzt die Nerven verliere. Wenigstens kommt noch eine super Strecke zum Abschluss. Boah, wie bitter. Ich kann das nicht oft genug erwähnen. Das ist das erste Mal, glaube ich, dass mir das überhaupt passiert ist, dass der Fernseher streikt. Ich dachte, das machen nur die Eisenbahntypen, aber nee. Erscheint mein Fernseher macht's auch gerne. Gut, egal. Konzentrieren wir uns lieber, dass wir hier noch vielleicht ein halbwegs vernünftiges Ergebnis hinkriegen. Wir nicht allzu viel um das Minus trauern müssen. Es ist bitter, ja, aber es könnte schlimmer sein. Ich glaube, ein minimales Plus habe ich bisher zu verzeichnen. Auch wenn es höher sein könnte. Viel, viel höher. Gut, erster Platz. Leider noch nicht die letzte Ding. Aber schon mal ein ganz vernünftiger Abstand. Tinte, ich sehe nichts. Ja, und das sind nicht mehr schlechte Leute. Das heißt, da ist jetzt wirklich... Bitte kein Blauer, bitte kein Blauer. Bitte um Gottes Willen kein Blauer. Okay, einer überholt da.
So, jetzt vorsichtig. Da kann jetzt immer irgendwas von hinten kommen. Der baut einen Unfall. Oder was weiß ich, was der gerade gemacht hat. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Noch mein erster Platz nach der Katastrophe. Ja, der ist drin, der ist drin. Jawohl! Nice! Bitte halbwegs noch vernünftig Punkte, los. Plus 24! Bei 7, Leute! Okay. Scheiß auf den Disconnect davor. Alles wieder geklärt. Alter. So kann man sich natürlich auch wieder aus der Bretouille kämpfen. Aber gut, passt. Dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und ciao, Leute.